niemand hat es gedacht. Doch seit einem Jahr ist die Schweiz in festen Händen der Corona-Politik. Am 16. März hat der Bundesrat damals die außerordentliche Lage ausgerufen. Ihr habt eingeschaltet zu einer neuen Folge von «Auf den Punkt». Mein Name ist Gami Rothe und das ist eine Folge zum Totalversagen der Politik. Bleibt dran! Masken, Homeschooling, Homeoffice, geschlossene Restaurants, geschlossene Bars, geschlossene Fitnesscenter und. Die Liste der Corona-Massnahmen ist endlos. Daher habe ich gefunden, nach einem Jahr Corona ist es Zeit für eine Abrechnung. In dieser Folge von «Auf den Punkt» präsentiere ich euch die drei grössten Fails des BAG. Auf Platz Nummer 3 der grössten BAG-Fails sind die Öffnungszeiten. Nachdem man ja in zwei Lockdowns bereits alle Läden geschlossen hat, hat man vor dem zweiten Lockdown eben nicht ganz viele Läden zumachen, sondern man hat gedacht, man schraubt einfach an den Öffnungszeiten. Die Läden mussten bereits am 7. zumachen und Sonntagsverkäufe hat man ganz gestrichen. Jetzt muss man sich überlegen, das war in der Vorweihnachtszeit. Also dann, wenn alle Leute Geschenke posten wollen. Was war das Resultat? Ja, wir haben immer noch gleich viele Leute, die posten wollten, doch sie haben weniger Zeit zur Verfügung gehabt. Massenandrang zwischen 5 und 7, riesige Schlangen vor den Läden und am Samstag war die Zürcher Innenstadt zum Beispiel einfach völlig überfüllt gewesen. Das BAG hat nach mehr als einem Monat den Fail eingesehen und dann ganz klammheimlich in einer Nebenbemerkung in der Medienkonferenz das wieder aufgehoben. Auch das ist ein Totalversagen vom BAG. Auf dem zweiten Platz der BAG-Fails. Die Buffs sind offen, aber die Restaurants zu. Nach dem ersten Lockdown musste man überlegen, was ist überhaupt systemrelevant. Anscheinend gibt es im BAG eine grosse Gruppe von Freier, sodass man entschieden hat, Buff, ja, die sind systemrelevant und müssen offen sein. Weil, wer läuft schon gerne 10 Minuten mit dem steifen Pfeifferli durch die Stadt Zürich? Also, das will keiner. Es ist also weniger gefährlich, wenn eine Frau mit ganz vielen unterschiedlichen Männern Sex hat, als wenn ich mich mit 3 Freunden im Restaurant treffe. No, God, please, no! No! Das zeigt, wie realitätsfremd man eigentlich im BAG ist, wenn man die Massnahmen entlässt. Und für mich ist das ein Totalversagen vom BAG. Auf dem Platz 1 der BAG-Phase ist ein richtiger Skandal. Wir wiederholen wieder das Gleiche, wie wir es schon seit Wochen wiederholen. Schutzmasken sind, wenn sie in der allgemeinen Bevölkerung getragen werden, sehr wenig wirksam. Sie sind dann wirksam, wenn sie von Erkrankten getragen werden und sie sind selbstverständlich für das professionelle Personal gedacht und auch, die wissen auch, wie damit umgehen. Anfangs März hat man gesagt, Masken bringen nichts. Man hat der Bevölkerung gesagt, nein, ihr braucht keine Maske, das ist nur für die, die krank sind. Doch der einzige Grund, wieso man das gesagt hat, ist einfach, weil man selber versagt hat. Und zwar hat das BAG keine Maske gehabt. Man hat also die Gesundheit der Bevölkerung riskiert, um das eigene Totalversagen zu überdecken. Man hat nachher müssen für viel, viel Geld Masken einkaufen, so dass jetzt 2 Kollegen von mir Ferraris und Bentleys fahren. Und das mit unseren Steuergeldern. Es zeigt, BAG, dort hat man es nicht im Griff. Ich frage mich, wie das noch weitergehen soll in dieser Pandemie, was wir für Fails noch werden miterleben. Und ich glaube, dass es nachher an der Zeit ist, dass Köpfe rollen. Das kann nicht sein, dass ein Bundesamt so versagt und das keine Konsequenz hat. Was habt ihr für Fails erlebt vom BAG, die euch mega gestört haben? Sagt mir das doch in den Kommentaren und wir publizieren auch gerne auf Instagram die Fails. Wir sehen uns bald zu einer neuen Folge von «Auf den Punkt».